uns natürlich wichtig, dass auf der einen Seite die Ziele erreicht werden, nämlich diese Stadt, in dieser Stadt mehr Wohnraum zu schaffen. Auf der anderen Seite muss neu gebaut werden, auf der anderen Seite darf natürlich nicht so nachverdichtet werden, dass das ganze Thema der Klimapolitik irgendwie in eine Dysbalance gerät. Und wir wollen natürlich, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt, dass es Neubauwohnraum gibt, dass es aber auch Wohnraum gibt für Menschen, die einfach auch Eigentum sich anschaffen wollen. Und da wollen wir sehr unterstützen. Wir hatten von allen Parteien schon Gäste hier und alle wollen den bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Und die Realität ist ziemlich das Gegenteil. Es geschieht zu wenig. Und interessanterweise, der einzige Gast, den wir hatten, war eine Dame von der AfD, die Fördermaßnahmen zur Eigentumsbildung vorgeschlagen hat. Mhm. Warum schlagen das andere Parteien, zum Beispiel die CDU, nicht so vor? Doch, die CDU schlägt das genauso vor. Wir wollen letztendlich auch die Menschen, gerade die Familien, die jungen Familien unterstützen, auch Eigentum letztendlich zu erwerben. Das steht auch in unserem Programm. Die Frage ist doch immer für alle. Vonovia hat gerade angekündigt, keine Neubauten mehr anzufassen, weil es zu teuer ist. 21 Euro Quadratmeter für der Baukosten in der Herstellung und der Miete sind dann 8 Euro. Zu erzielen pro Quadratmeter. Da sagen die, da können wir das Geld gleich im Kamin verbrennen. Haben sie nicht gesagt, sage ich jetzt so als Kommentar. Wie ist denn dieser Widerspruch aufzulösen? Ich verstehe das immer nicht. Auch was Sie gerade gesagt haben, ist, halt, wir wollen, dass Neubauten gemacht werden. Wenn es einfach in Berlin zu teuer ist, weil man es nicht hinkriegt. Und ich frage mich immer, warum ist es denn in Berlin so teuer? Naja, es gibt natürlich immer das extreme Ungleichgewicht der Nachfrage und des entsprechenden Angebotes. Und deshalb haben wir natürlich auch als CDU-Fraktion immer wieder deutlich gesagt, es ist so wichtig, auch Flächen umzuwandeln und auch Flächen letztendlich zu bebauen, die jetzt schon versiegelt sind und dort wirklich extremen Wohnraum zu schaffen. Und natürlich in einem gesunden Gleichgewicht, unter anderem eben auch in der Randbebauung, um ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Menschen, die einfach soziale Unterstützung benötigen und denen, die vielleicht ein bisschen mehr in der Tasche haben.